den Prediger nicht angucke, kann ich noch besser auf Jesus gucken. Und das ist natürlich überhaupt das, was wir heute Abend bitten von ihm. Dass wir ihn sehen dürfen, dass wir zu seinen Füßen sitzen und dass er uns hilft. Er hat ja keine Probleme. Aber dass er uns hilft, dass wir von den Problemen loskommen, ihn nicht zu hören und ihn heute Abend zu hören. Und natürlich unser ganzes Leben. Der Herr segne sein Wort. Ich lese aus Jona 2. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich. Dass ich gedachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an mein Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Die Erde hatte mich verriegelt ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Da meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die da halten an dem Nichtigen verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir opfern. Mein Gelübde will ich bezahlen, denn die Hilfe ist des Herrn. Und er sprach zum Fisch. Und der spie Jona aus ans Land. Das waren die 10 Verse aus der Schrift in Jona Kapitel 2. Vers 1. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Es gab Zeitungsmeldungen in unserer Zeit, dass man Menschen am Strand gefunden hatte, die tatsächlich mal in einem Fischbauch waren und überlebt haben. Es gab also echte in unserer Zeit Zeitungsmeldungen. Aber eigentlich muss ich sagen, ist völlig wurscht. Ich möchte heute den, oder vielleicht habt ihr es selber schon gemerkt, was ist dieser Leib des Fisches? Was könnte der bedeuten für uns? Jesus, was willst du uns heute Abend sagen, mit diesem in einem Fischleib zu sein? In einer, ja, mich erinnert das gerade an einen Psalm, wo es heißt, dass man in einer tiefen Grube liegt und nicht mehr raus kann. Vielleicht Psalm 116. Dass man in sich selber gefangen ist. Das könnte auch der Fischbauch sein. Ja, dass man in sich selber gefangen ist. Ich könnte selber der Leib des Fisches sein, worin ich gefangen bin. Und da drin, in meinem Fischleib, Leib, in meinem mich selbst in mir gefangen sein, rufe ich zu dem Herrn. Und Jona betete zu dem Herrn. Also da können wir ja 1:1 übersetzen. Gefangen in unserem Leib beten wir zu dem Herrn. Ich glaube, das tun wir alle. Das ist schon mal wunderbar. Als ob das Ding gestern erst geschrieben wurde, für heute Abend. Vers 2, gucken wir mal weiter. Und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir.
Ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Das ist ein Erfahrungsbericht. Der ist schon gewaltig. Ich glaube, da müssen sich viele von uns vielleicht auch reindenken. Die hatten noch nicht so oft das Gefühl, dass der Herr hörte. Mich hörte. Und andere könnten wahrscheinlich heute Abend stundenlang Erfahrungsberichte erzählen, wie Gott bei jedem Atemzug bei ihnen ist. Ja, ist also eine große Spanne, ne? Vom Verlorensein im Fischbauch oder Gefangensein in sich selbst und dann diese andere Seite, die die Schrift ja auch beschreibt, wo Gott einem so nahe ist bei jedem Atemzug. Man hört seine Stimme, man hört seine Worte und man weiß, wie hier geschrieben steht, aus welchem Bauch der Hölle man selbst entkommen ist. Man weiß es. Und andere stecken noch voll drin. Es gibt eine große Spanne. Ne? Sehr. Drei. Nee, zwei habe ich natürlich noch was ausgelassen. Und du hörtest meine Stimme. Da muss man natürlich unbedingt sagen. Und du hörtest meine Stimme. Jesus, da brauche ich jetzt nochmal Erinnerungsvermögen. Ich versuche es mal mit anderen Worten zu sagen. Ich habe Nadine getroffen, die auch sehr erschrocken ist, dass ich diese Stelle nehme, weil sie nämlich am Dienstag darüber eine Andacht hält. Ich wusste es auch erst seit heute 5, 6 Uhr. Als ich meine Kinder abgeholt habe, Nadine ist eine Studentin bei uns im Berg, sitzt da vorne. Als ich meine Töchter abholte vom Teenkreis oder wie immer das heißt, sprach ich sie kurz an, wann bist du dran, Nadine? Bei der ersten Andacht habe ich sie gefragt, ob ich das aufzeichnen darf. Im Nachhinein waren wir sehr froh darüber, weil ihre Eltern das auch mal gerne hören wollten, wie Nadine zum ersten Mal predigt. Ich holte also meine Töchter vom Teenkreis ab, setzte mich zu Nadine, fragte sie und dann meinte Nadine zu mir, irgendwie so grob jetzt mal, es macht ja alles der Herr, kann man ja so die Verantwortung abgeben. Irgendwie so, ja? Ist das okay? Du weißt es anders? Nein, ist okay. So, ist okay so? Okay, also so im Stil von, da kann ich mich auf Jesus verlassen bei der Vorbereitung. Ja. Und daraufhin habe ich dann gesagt, dass ich eine Postkarte gelesen habe, da in der Bücherei. Und die war in einem schönen Rahmen und diesen Rahmen wollte ich kaufen, weil der war so toll. Und die Postkarte kam klasse zur Geltung. Nur da war ganz viel drauf geschrieben und im letzten Satz stand so etwas wie, Jesus trägt 50% und 50% trägst du. Und dann habe ich mich entschieden, diese Postkarte nicht zu kaufen, weil ich die total blöd finde. Weil den Jesus, den ich kenne, der trägt 100% und du trägst überhaupt nichts. Dann habe ich natürlich 2 Tage drüber nachgedacht, ob das alles so richtig ist, was ich jetzt gerade sage. Aber ich habe es in der Bibel nirgendwo gefunden, dass ich irgendwas tragen muss. Alle Lasten trägt er. Und dann habe ich zu Nadine gesagt, weißt du Nadine, wenn er dir Last anbietet, dann nur aus einem einzigen Grund. Nicht, weil er es nicht tragen kann, sondern er guckt, ob er dir vertrauen kann, ob du bei seiner Sache mitmachst. Und deswegen gibt er dir ein bisschen ab von seinen Lasten. Er käme alleine, klar. Aber er gibt dir ein bisschen ab, um zu schauen, ob er mit dir zusammen die Sache machen kann. Vielleicht ist das auch so eine Art von die Stimme. Jesus hört meine Stimme und wir können Gottes Stimme hören. Also weniger dieses akustische irgendwas Stimmen hören, sondern im Sinne von
Er selber ist da und möchte bei dir ganz nah sein. So wie ich eben sagte, dieser Bogen. Gefangen in mich selbst, kein Gott in Sicht. Und es gibt dazwischen so viel. Und dann triffst du andere, die wissen sich bei jedem Atemzug, dass Gott mit denen zusammenatmet. Wie der Mann bei der Geburt seiner Frau, oder also bei der Geburt seines Kindes, bei seiner Frau, wenn er sie begleitet. Er atmet denselben Rhythmus wie seine Frau. Und Gott möchte so nah sein, um mit dir in demselben Rhythmus mit dir zu atmen und dich dann abzuholen, deinen Rhythmus zu durchbrechen und dir zu zeigen, wie man noch viel ruhiger mit ihm atmen kann. So nah. So hört Gott meine Stimme. So nah ist er mir. Vers 3. Jetzt wird es nicht mehr so lustig. Du warfest mich in die Tiefe mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben, all deine Wogen und Wellen gingen über mich. Dass ich gedachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Oh oh. Du warfest mich in die Tiefe mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben, all deine Wogen und Wellen gingen über mich. Jona sagt, dass das Gott gemacht hat. Gott hat, nachdem dieses Buch geschrieben wurde, ihm nicht widersprochen. Sonst stellst du hier unten drunter. Ich war bei Annika zum Kaffee. Und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber wir kamen auf die Versuchung Jesu in der Wüste. Als Jesus begann, so nach der Taufe, das Erste, was Gott mit ihm gemacht hat, ist, ihn in die Wüste zu führen. Der Geist Gottes führte ihn in der Wüste, niemand anders. Also die Wüste war vielleicht nicht so weit entfernt, sagen wir mal so 5, 6, 7, 8, 10 Kilometer von der Stadt, konnte man ziemlich schnell an so einen Wüstenrand kommen. Ja? Und da führte der Geist Gottes Jesus hin. Bevor sein Dienst überhaupt erst anfing. Und er begegnete verschiedenen Situationen. Und diese Situationen sind total wichtig, diese Situationen, weil sie sind so einschneidend und jeder von uns muss diese Situationen erleben. Nicht in dieser Gestalt, aber in diesem Inhalt. Die erste Situation, die Jesus hatte, war, er hatte bestimmt eine Wasserflasche dabei. Ja, so ein Tierfell, wo das Wasser auch kühl bleibt. Das hat er bestimmt dabei. Und für die ersten Kilometer hatte er bestimmt auch Brot und Trockenfleisch und sowas mit. Und irgendwann ist Schluss. Und dann, als er nichts mehr hatte, sagt die Bibel, kommt der Satan und sagt zu ihm, wenn du echt Christ bist, ne, könntest du ja jetzt beten und dann hast du aus dem Stein, der da rumliegt, sofort ein Stück Brot. Ich meine, wenn du ein echter Christ bist. Das war jetzt gute Hoffnung-Übersetzung. Ne? Oder Dagobert-Übersetzung. Ja? Und du, jeder von uns wird das erleben. Wenn du ein echter Christ bist, dann müsste man das ja eigentlich bei dir sehen. Aber ich sehe das nicht bei dir. Also du bist auch nur ein Showmaker. Das ist eines der ersten Herausforderungen, die mir begegnet sind. Und inhaltlich stimmen sie ja auch, aber wer redet da? Wer redet da zu mir? Was mich gewundert hat, war, dass Jesus erst ganz spät, nämlich an der Stelle, wo es darum geht, die Anbetung, wem sie gebührt, erst da spricht er den Versucher an und sagt, wir sollen Gott alleine anbeten. Gott alleine lieben, Gott alleine anbeten. Hinfort von mir.
Und im Abschlusssatz sagte ich dann zu Annika, versucht werden wir so lange, wie wir auf Erden sind. Aber antastbar, sagt der Thessalonicher Brief, sind Christen nicht. Die Seinen tastet der Böse nicht an. Warum macht Gott nicht gleich die Wüste weg und schickt uns gleich in diese entspannte Form, in diese entspannte, ruhige Form, ein Atem zu sein mit ihm, ein Geist? Warum müssen wir diesen Weg gehen? Warum ist er wichtig? Reinigung, würde meine Kathi sagen, hat Jesus am Kreuz verbracht. Nö. Also der ganze psychologische Aspekt, den man oft hört, kannst du knicken. Jesus hat alles von dir mitgenommen und alles in Ordnung gebracht. Haben wir eben gesungen. Ich ertappe mich immer bei den zwei Liedern, wo dann steht, er hat es vollbracht oder ich bin frei. Da ertappe ich mich dann immer und sage, Mensch Jesus, das scheint wohl woanders zu sein mit der Freiheit. Also bei mir ist das nicht. Bei mir ist das nicht. Und dann antwortet mir Jesus und sagt, es ist alles in mir, in meinem Reich. Die ganze Freiheit, dieses Ruhen im Geist ist bei mir. Das ist nicht bei charismatischen Veranstaltungen oder pfingstlerischen. Das Ruhen im Geist ist in mir, in Christus ist die Ruhe. Die ist nicht beim Lobpreisabend, die ist in Christus. Die ist nicht beim Bibellesen, die ist in Christus. Die ist nicht in deiner stille Zeit, die ist in Christus. Und anscheinend soll ich hier aufhören zu predigen, und mein Bibeltext sich aufgelöst hat. Herr, was du uns persönlich zu sagen hast und was es tiefer bedeutet und was du uns schenken möchtest und zu was du uns rufst, offenbare uns das und hilf uns, denn wir sind wie Jona im Fisch des Bauches, im Bauch des Fisches oder selbst in uns gefangen und haben gehört, dass du die Freiheit bist, dass in dir frei sein ist, alles vollbracht ist. Zeig uns den Weg, Herr.